Na, Wolfi, leider heute nicht. Denn heute ist schon mal Familie dran. Denn Blut ist immer noch dicker als Wasser. Und der eine hat ganz lange Haare damals gehabt. Das war natürlich absolut unüblich in der Volksmusik. Die waren ja eigentlich im Herzen immer Rocker. Ha, lange Zotten. Der Horm ist der Horm. Das gibt's nur einmal auf der Welt. Finkenberg. Bei den Schürzenjägern damals sind 100.000 Leute nur zu ihnen gekommen, weil die Schürzenjäger sehen wollten. Das war ein Mythos, das war eine Energie, was die losgelassen haben von sich. Das war unfassbar. Das war für mich ein Phänomen einfach. Hopp auf! Wurscht, wo du hingegangen bist, ob du jetzt in die Apotheken gegangen bist, in ein Gasthaus oder auf einen Wanderklampfen oder irgendwo ein Kassettenrekorder dort unten bei den Büschen, bei den Zelten. Überall ist Schürzenjäger, wo sie rauskommen. Ich hab sowas vorher noch nie erlebt. Ja. Die Jungs, die Männer, die haben echt was bewegt. Ja. Trompeter und ein Jugendzer, das kennen wir ja schon. Aber die haben das wirklich sehr überzeugend gemacht. Weil man wusste, wer sind die? Die stehen für was, die lassen sich nichts gefallen. Und das wird schon ein wichtiges Wort dann auch sein. Eine Band ist eine Band. Ist eine Band. Ihre Entwicklung unterliegt musikalischen Trends, dem Zeitgeist, gesellschaftspolitischen Ereignissen ebenso wie der Zuneigung der Fans. Was die Schürzenjäger betrifft, so ist mittlerweile die nächste Generation angetreten. Heißt es doch, einmal Schürzenjäger, immer Schürzenjäger. Und wie sich zeigt, hat die Legende noch lange nicht ausgedient. Viele der Aufnahmen, die für diesen Film verwendet wurden, sind Amateurvideos. Authentizität steht über Qualität. Und das ergibt eine Reise zurück in eine Zeit, als HD-Fernsehbilder noch kühne Technikerträume waren. 1968, Jahr des Umbruchs. Eine junge Generation macht sich auf, um den Mief der Nachkriegsjahre abzuschütteln. Treibstoff der gesellschaftspolitischen Entwicklung war Musik. Swinging London war der Nukleus der frischen, jungen Freiheit. Lange Haare das äußere Zeichen der Abgrenzung. Dazu gehörte eine eigene Meinung und mit dieser auch nicht hinter dem Berg zu halten. Mögen diese Berge auch noch so hoch sein. Im Zillertal trafen in der Schule zwei Teenager aufeinander, die sehr schnell entdeckten, dass ihre musikalischen Vorlieben wie der Topf zum Deckel passten. Alfred Eberharter und Peter Steinlechner. Dann kam gerade so Ende Hauptschule kam die Beatles-Zeit und da war Akkordeon dann nicht mehr so angesagt. Und dann hat man eine Gitarre zugelegt und im Zuge dessen dann in Alfred in der Schule eben kennengelernt. Und der hat dann gesagt, er hat eine Bassgitarre. Das war eine E-Gitarre, ein E-Bass. Und ja, dann müssen wir uns einmal treffen. Und dann haben wir uns bei uns in der Waschküche haben uns dann getroffen, er mit der Bassgitarre. Mir hat dann der Bass gleich besser gefallen. Und haben halt da als junge Buben so, sind wir vom Keller nicht mehr raus, weil uns das getaugt hat. Und haben aber gleichzeitig das, was wir von den Kindern beiderseits mitgekriegt haben, Volksmusik zu machen, beibehalten. Das war für uns kein Stilbruch in dem Sinn, sondern das war normal. Alfred und Peter gründeten die erste Band. Los Alfredos, dann Equipe 2000 und dann Schürzenjäger.
einmal die Geschichte, wie der Name entstanden ist, das war sehr eine lustige Sache. Und zwar, dann hat uns die Wirtin, das war die Berghof-Moni, die Moik-Moni, angerufen. Hey Jungs, da kommen heute 150 ganz hübsche Damen und die machen ein Kaffeekränzchen. Könnt ihr nicht ein bisschen Musik machen? Nur mit Gitarre und Harmonika. Und dort freilich machen wir da ein bisschen Musik. Gesagt, getan, wir kommen unten bei der Tür rein, wollen den Verstärker reintragen. Auf einmal ist ein riesen Plakat an der Tür. Heute spielen die Schürzenjäger. So, ich bin sofort wieder zur Wirtin und gesagt, das muss ein Missverständnis sein. Da spielt ja schon eine Band, die kenne ich nicht. Wer ist das überhaupt, die Schürzenjäger? Da hat sie gesagt, die Schürzenjäger, das seid ihr. Hat halt die Wirtin, wo wir die Schürzenjäger, weil wir halt Mädels gern haben und so. Und haben uns dabei aber auch nicht viel gedacht. Das ist das, was ich immer sage. Wer denkt sich, Schürzenjäger, ob ich jetzt tote Hosen has oder Schürzenjäger, niemand würde sagen, dass dann deswegen du dauernd Schürzen jagst oder dass deswegen was tot in der Hose ist. Also, das war halt ein Name, man hat sich nichts dabei gedacht. Zu ihrem Namen kamen die Schürzenjäger wie die Jungfrau zum Kind. Und was für ein Name das war. Frivol, unmoralisch. Nicht selten gab es deswegen Probleme. Da gab es dann das Post am Meierhofen, wurde neu gebaut. Und da mein Vater der Amtsdirektor war, hat er gesagt, wir sollen ein bisschen spielen, weil die ganze Prominenz kommt hier von überall her. Und hat uns dann die Zeitung von hier, es gibt eine eigene Zeitung, die Zillertaler Heimatstimme, die gibt es heute noch. Und man hat uns angerufen, ja, was sollen wir hineinschreiben, wie heißt ihr? Dann haben wir gesagt, der Schürzenjäger. Ich gesagt, das können wir nicht schreiben. Bei der Einweihung von der Post haben wir gespielt, aber nur als Peter, Alfred und Willi, nicht als Schürzenjäger, weil das moralische Bedenken zur Folge gehabt hätte. Allen Widerständen zum Trotz, die Berghof-Wirtin hatte mit ihrer Spontanität etwas in Bewegung gesetzt und dieser Zug war schließlich nicht mehr aufzuhalten. Ja. Haben Sie sich auch nicht mehr vorstellbar. Mit diesem Gerät, da haben wir unser erstes Single aufgenommen. Im Meierhofen unten. Im Proberaum von der Musikkapelle im Meierhofen. Da hatten wir ein bisschen gute Akustik. Mit diesem Gerät, mit diesem Band bin ich dann zum Presswerk gefahren und haben uns erst 3000 Single pressen lassen. Da kann man sich das mal vorstellen. Doch. Und so hat sie ausgesehen. Aber das wird so anfangs der 70er gewesen sein. Da. Dann haben wir natürlich lange Haare, die Haare wachsen lassen. Und ich habe das große Glück gehabt, dass mein Vater nie dagegen war. Also, und das, ich war wirklich da eine Ausnahme. Das weiß ich von meinen Schulkollegen. Er hat aber gesagt, mir gefällt es gut, wenn sie sauber sind, hat er gesagt. Und bei Alfred war es genauso. Nur wenn wir auf die Straßen gegangen sind, hat es schon gegeben, dass Frauen mit Kindern, ältere Frauen mit Kindern auf die andere Seite gegangen sind, sind stehen geblieben und gesagt, schaut die Zotwölfe an, das ist ja Wahnsinn. Aber das war die Zeit. 1975 wurde das erste Album aufgenommen. Nach nur 2 Tagen im Studio war die Platte im Kasten. Das war eine von den ersten, die grünen Tannen. Volksmusik, Zillertal und Tirol, wie es klingt. Und immer traditionell noch. Das ist wirklich schon Nostalgie. Jede große Karriere hatte irgendwann ihre Initialzündung. Dann, wenn die Sterne günstig stehen, die Zeit reif ist und all die Mühe und Arbeit an der Karriere sich nach Jahren zu einem festen Fundament entwickeln. Die Initialzündung lässt sich selten planen. Sie passiert, weil die Umstände ineinander greifen. Und die hießen damals Musikantenstadl und Zillertaler Hochzeitsmarsch.
Die Zillertaler Freunde, der Peter mit den Schürzenjägern. Und wenn die Schürzenjäger bei uns im Stadl zu Gast sind, haben sie meistens eine Überraschung mit. Was ist es diesmal, Peter? Heute machen wir den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Das ist ein alter Tanz. Den nennt man dann den Tramplin. Das führen wir heute auf. So, dann würde ich sagen, auf geht's mit den Zillertalern, mit unseren Freunden aus dem Zillertal und einem echten Zillertaler Tramplin. Hopp auf! Die Geschichte von einem Hochzeitsmarsch, da geht zurück in meine Kindheit, wie ich so 4, 5 Jahre alt war. Und ich bin aufgewachsen im Gasthof Rossack, hat es geheißen, Rossack drinnen. Und da wurde immer der Hochzeitsmarsch halt gespielt. Und das war der Kuhbichler Heinrich, ein Urgestein aus dem Zillertal. Er hat richtig gut tanzen können. Das war so interessant. Die haben ja die genagelten Schuhe angehabt. Und wenn er seine Kreise gemacht hat mit Tanzen mit den Schuhen, sind die Funken aufgespritzt die Nacht. Das hat mich so beeindruckt. Der Hochzeitsmarsch haben wir halt immer gespielt. Das hat dazugehört. Und irgendwann haben wir den halt wieder ausgegraben. Und Peter und ich haben dann den Tänzern ungefähr gezeigt, wie sie tanzen sollen. Wir haben die vorgetanzt, weil das Hin- und Herhüpfen hat man gewusst, aber die Bewegungen dazu, da hat keiner mehr gewusst. Aber ich konnte mich noch erinnern, wie die das ungefähr gemacht haben. Und war dann trotzdem ein großer Erfolg natürlich. Alfred und Peter. Aus Freunden wurde Familie. Alfred heiratete Peters Schwester, Alf Junior wurde geboren und der Onkel wurde zum großen Vorbild des Buben, dessen Weg zur Musik so gut wie genetisch programmiert war. Ihre Häuser bauten die Familien in Finkenberg nicht nur nebeneinander, vielmehr flossen das Haus der Steinlechners und jenes der Eberharters ineinander. Das in den steilen Tiroler Fels gehauene Schürzenjägerhaus wurde bald zu einem offenen Treffpunkt für Musikfreunde und Ausflugsziel für Fans. Wir haben immer mit Musik zu tun gehabt, von Anfang an. Ja, also ich kann mich erinnern, in der Wohnung in Mayhofen haben wir damals gewohnt, auf 50 Quadratmeter mit der Familie. Und da war in der Küche dann immer Probe für die Schürzenjäger damals, ja, was sie noch zu dritt gespielt haben. Und wir als Kinder waren da von Anfang an, durften immer dabei sein. Und das hat sich dann auch die ganzen Jahre so hingezogen. Ja, also wir wurden immer mit eingebunden, ja, auch wenn es um neue Lieder ging, durften wir da mitreden und mithören. Und also man war immer da mittendrin und für mich war das immer schon ein Traum als Kind, dass ich irgendwann mal mit dem Onkel und mit dem Vater auf der Bühne stehe. Und das kann ich mich so gut erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ja, das war für mich so ein toller Moment, weil das war mein innerer Wunsch, ein Schlagzeug. Wow, ich war so fanatisch, oder? Und dann ist das Christkindl gekommen und größte Freude. Mit 18 Jahren dann wurde der Traum Wirklichkeit. Zuerst hat er ja Percussion gespielt, weil da war noch der Patrick am Schlagzeug. Mhm. Und das war auch so ein Ding. Ich meine, Percussion ist immer was, wie man sagt, was Geiles. Weil das einfach wie eine Würze ist in der ganzen Geschichte. Mhm. Und die haben auf der sofort super zusammengepasst. Da ist der Auftritt, 12.000 Leute, komplett ausverkauft. Und die haben mir dann wirklich alle Fans total herzlich aufgenommen, muss ich sagen. Und dann sofort ein bisschen der Publikumsliebling, der Bub vom Alfred, der süße Junge. Und ja, und dann ging die Geschichte jahrelang, bis 2007 war ich mit dabei. Wir haben unzählige Tourneen, große Open Airs, Fernsehshows ohne Ende, also habe viel erleben dürfen.
das. Und dann ist der Stadl gekommen, dann ist uns auch, einige Hits gelungen und so. Und wir sind aber nie zufrieden mit uns. Also, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, dann ist der Schlager gekommen, der Volkstümliche. Und jetzt geht das Ganze so wieder hin, suchend, muss ich sagen, nach irgendeiner Vorstellung, wie könnte man unser volkstümliches Empfinden in rockigere Sachen verpacken. Zugegeben, aber auch wieder mit kommerziellen Überlegungen. Das ist natürlich Beispiel ganz Blut, klar. Wie es dann die Medien kamen später und die Tracht und die langen Haare und eine verzerrte Gitarre, das waren dann schon quasi für die Traditionalisten einfach zu viel des Guten. Nicht? Der schaut aus wie ein Gasbuck, den Boot ausreißen und die Tracht hat dann. Das ist ja Wahnsinn. Nicht? Und da hat es dann zum Anstoß, wenn man so will, wo es ja auch wieder lustig war. Wenn ich heute einen Jodler bringe und dann Smoke on the Water und dann eine Schnulze und dann wieder einen Jodler, das bringt mir viel Publikum, weil die Streuung so groß ist. Und selber macht es mir eine Riesenfreude. Wir haben nicht nur positive Welt verkündet, sondern wir haben, deswegen waren wir ja auch Ehrenbotschafter von der UNHCR, wir haben auch sozial-gesellschaftspolitische Sachen einfließen lassen, weil mir das einfach wichtig war. Und deshalb sind dann auch ja bei uns Bänke und Stühle aus den Zelten verschwunden. Das war für uns ein Muss, damit wir überhaupt spielen, weil ich will, dass mir die Leute zulassen. Die Schürzenjäger haben ja damals gesagt, also sie sind keine Musikuntermalung zum Händel essen und Bier trinken und haben so auch jegliche Ausschank von der Bühne weg haben wollen. Und früher war es ja in Bayern oder bei dem Festzelt auch bei uns so, dass bei der Bühne so wie, man kennt es von diesem Pferdekoppeln, ja, wo da so ein Querbalken war, so ein Holzbalken. Ne? Und ich lasse mir nicht da Dachsbaum oder Tannenbaum vorbauen, wie es speziell in Bayern draußen bei den Zeltfesten der Fall war, sage ich, mit den Buschen kannst du gleich anhauen, weil ich möchte die Leute sehen. Ich verschanze mir nicht hinter einen Dachsbaum ein und mache meine Musik. Das geht nicht. Das stand in der Bühnenanweisung und ich kann mich noch gut erinnern an ein Schützenfest in Bayern. Der Schützenkommandant war ein 2 Meter großer Hühne. Und der Peter sagt, habt ihr vielleicht die Bühnenanweisung nicht gelesen? Ja, ja wieso? Sagt er, ja, weil da dieses Holz ist. Hat er gesagt, hast du das eh weg tun zum Peter. Und plötzlich höre ich ein Geräusch. Hat der tatsächlich eine Motorsäge mitgehabt und hat das alles weggeschnitten dort. Ja? Ich hab's wegmachen lassen, aber nicht selber. Heute wurde das da, weil heute kann ich mit Kettensägen umgehen. Damals nicht. Für alle unsere Freunde, diese treue Fangemeinde, die ob Sonne oder Regen drunten vor der Bühne steht. Das war ein Riesenbetrieb. Wir haben ja bei den Großen, wir waren ja mit 35 Leuten oder mehr on Tour. Das ist ein Wahnsinn, war das. Aber das ist einfach, in der Richtung haben wir auch einen Vogel gehabt. Sondern immer das Beste. Technisch, von der Anlage her, wir haben investiert. Tourmanager von Michael Jackson und der arbeitet dann bei Marcel Avram am Mama-Konzert damals. Und den habe ich dann zum Schürzenjäger geschickt, damit das Licht entsprechend wurde. Es wurde auch entsprechend, nämlich sehr teuer, aber es war natürlich auch gigantisch, eine Show. Und es war auch das Konzert mit den meisten Zuschauern, glaube ich, da waren dann die 60.000 Leute da. Circa 1990 war ich im Plattenladen in Hamburg und habe plötzlich ein Album in der Hand, Zillertaler Schürzenjäger, mit dem Titel, das Album hieß Zillertaler Hochzeitsblues, waren 4 langhaarige Typen mit Bärten drauf und schwarzen T-Shirts und Blue Jeans vor einer fürchterlich kitschigen Alpenkulisse. Und ich habe mir gedacht, was ist das bitte für eine Truppe hier? Kurz danach mache ich Samstagabend Musikantenstadel an und sie haben live den Zillertaler Hochzeitsblues in der Sendung gespielt. Und da denke ich mir plötzlich, komisch,
die haben irgendwas, die Typen. Und kurz danach hat sich Babs Knöbel bei mir gemeldet, die heutige Ehefrau von Steining, die damals Mitarbeiterin von Bayerlein bei Edition Montana war. Sie haben die Schürzenjäger für Deutschland unter Vertrag genommen, möchten sie jetzt ganz groß rausbringen und suchen jetzt Autoren, die ihnen Lieder schreiben. Und sie haben dabei auch an mich gedacht. Und so kam das und dann habe ich meine ersten Demos gemacht. Meine ersten beiden Songs, die ich geschrieben hatte, war dann Manche hol ich vermisse dich und Sommer in den Bergen und habe die Demos weggeschickt und so fing das an. Also das erste war, nachdem ich die Demos weggeschickt hatte, kam plötzlich ein Anruf, bei mir klingelt das Telefon. Ja, hier ist der Peter, Schürzenjäger, bist du der Musik? Ich dachte, ja, um was geht's? Ja, deine Nummer taugt uns richtig gut und wir würden die gerne aufnehmen, aber die sollen hinterher auch genauso klingen, wie deine Demo schon klingen. Also die ganze Machart gefällt uns richtig gut. Und so kam es zum ersten Album, das dann hieß Schürzenjäger 92 und was dann 500.000 Einheiten verkauft hat. Hab schon gehört, hab schon gesehen, wie die Leute da Schlange stehen. Das Produkt ist neu und heiß und es kann, was keiner weiß. Du, ich glaub, wir gehen da hin, kaufen uns auch dieses Ding. Denn wofür ist deinerlei? Weil es ist ja der letzte Schrei. Was weiß ich, was das ist, das weiß keiner. Aber sicher wieder was von den Japaner. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum Einschauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist keine Mischmaschine zum Häuselbauen. Ihr seid ein fantastisches, super Publikum! In den 90er Jahren wurden die Schürzenjäger endgültig zum Konzert- und Musikbetrieb. Sechs Mann auf der Bühne, neue Arrangements, 100% live. Keine Kompromisse. Die CD-Ära war längst angebrochen und die technische Qualität der Aufnahmen erreichte neue Höchstwerte. Die Schürzenjäger, ein Unternehmen mit Merchandising und allem, was dazugehörte. Roadies, Truckdriver, Tontechniker und Lichtdesigner, Gastmusiker und Tourbegleiter. Jedes Konzert, jede Show, eine logistische und auch technische Herausforderung. Diese, wenn man so will, technischen Wahnsinn, den wir da gehabt haben, denn der hat sich vorgesetzt. Nicht? Und ist natürlich immer größer und größer geworden und alles hat man ausprobiert und das Neueste. Und irgendwann hat es dann einen eigenen Track, weil wir gesagt haben, ja, war eigentlich jetzt an der Zeit, dass wir das Klump selber mit haben, mit eigenen Roadies und eigene Technik und so weiter und so fort. Ja, na gut, der Track ist ja, der ist ja von einer Getränkemarke abgeguckt worden. Also das war ja offensichtlich. Das war immens. Aber die haben das, man hat gemerkt, dass ihnen das Geld nicht so wichtig war. Hätten sie mal ab und zu mal drauf achten müssen. Aber sie wollten ihren Fans immer ein Stück Begeisterung mitgeben. Und diese Begeisterung sind durch solche Dinge zum Ausdruck gebracht worden. Einmal im Licht, dann den Truck und dann viele Dinge mehr. Ja, der Merchandising-Bereich, das war ein Wahnsinn. Ich muss das ganz ehrlich sagen, bis eigentlich der Höhepunkt da war, dass wir einen eigenen Merchandising-Truck gehabt haben mit, ich glaube, 500, 600 verschiedenen Artikeln. Und da waren auch natürlich die Kondome dabei. Im Sinne halt von der Philosophie der Verhütung. Damals war also wirklich der Hype so, dass man innerhalb von 3 Tagen haben wir dann einen neuen Truck gekauft. Wir brauchen damals nur zur Bank gehen und sagen, so, jetzt kaufen wir einen Truck. Das war für die Bank fast eine Auszeichnung. Die Schürzenjäger kommen und kaufen einen Truck. Also war gewaltig. Würde es heute ja nie mehr im Leben gehen. Uns kennt da jeder, denn wir sind halt die Schürze.
Österreich einen großen Teil, dass es in Österreich vorerst dann so erfolgreich war, sonst wäre man in Deutschland ja gar nicht berücksichtigt worden, wenn man nicht in Österreich schon ein großer Name gewesen wäre. Da hat viel geleistet ein Jürg Trenkwaller. Das muss man schon sagen. Man kann jetzt nicht sagen, der Bayerlein hat da das alles. Jürg Trenkwaller hat einen ganz massiven Anteil. Ohne zu übertreiben, ich glaube, dass das in dem letzten Jahrhundert fast einzigartig war, dass eine Band so weit gekommen ist. Ich meine, wir haben zweimal die Wiener Stadthalle ausverkauft, wir haben in Innsbruck 20-Jahr-Jubiläum, zweimal die Olympiahalle. Wir haben in Deutschland die riesen Open-Airs gehabt, wenn ich denke, das Gary-Weber-Stadion oder die Olympiastadion in Fünchen draußen oder Stuttgarter Schleierhalle und so weiter. Wir waren wirklich sehr groß am Weg, also ein 10-Jahre-Höhepunkt in meinem Leben, muss ich schon gestehen. Und schließlich Finkenberg. Was als Konzert rund um die Eröffnungsfeier der Bergbahn begann, entwickelte sich zur Mutter aller Open-Airs im Alpenraum. Woodstock in den Bergen. Mit allen dazugehörenden Haupt- und Nebengeräuschen. Ein Stück Musikgeschichte. Schürzenjäger waren Kult in der Volksmusik vor vielen Jahren. Ich war selber einmal dort bei einem Live-Konzert damals in Finkenberg. Es waren viele, viele tausende Zuschauer. Ich glaube, mehr als 20.000, wenn ich mich erinnere. Also ein Wahnsinn. Klar war es natürlich, als ich dann damals so unter diesen 100.000 Leuten, wo auch mehr, so mitten im Publikum stand und dann da um mich rumgeguckt habe und gesehen habe, was das ihnen bedeutet. Das war sehr faszinierend für mich. Wenn wir spielen haben dürfen in Zillertal, mir aus See halt, dann war das immer sehr beeindruckend, weil das einfach wirklich auch dort eine Fangemeinde und eine Gemeinschaft dort entwickelt hat, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, in die Nähe von dem willst du einmal kommen, dass die Leute so in einem Geist und in einem Spirit da vor der Bühne stehen. Ja, nein, das hat mich die zwei Mal, wo wir drin waren, schwerst beeindruckt. Da müssen wir mal nach Finkenberg hinfahren und müssen das mal anschauen. Und nachdem wir da also erstmal dahin gequält wurden, ich sage das jetzt mal bewusst so, sind wir mit großer Begeisterung wieder nach Hause gegangen und haben dann alle Hebel in Bewegung genommen, um die Schürzenjäger zu dem Stellenwert zu bringen, den sie heute noch haben. Ich glaube, es war 95, wo uns dieser Regen überrascht hat. Wir haben also Mullsäcke, weil wir waren ja sehr umweltfreundlich ausgeteilt. Schwarze Mullsäcke, wo Hemann oben gestanden, also das Logo Hemann groß oben war, und haben das verteilt, damit man danach die Fans bittet. Das hat sogar der Peter vor der Bühne gesagt, tut den Mull zusammenrichten und so weiter nicht. Aber was ist passiert? Es kam der Regen und diese Mullsäcke wurden umfunktioniert in Regenmäntel. Zack, rechts und links aufmachen, Ärmel raus. Und dann hat die Rutschpartie natürlich begonnen. Nicht? Und das hat der ORF gefilmt. Und dann hat es plötzlich am Abend in Zeit im Bild geheißen, der Hang drohte abzurutschen. Nicht? Abgerutscht sein, halt ein paar Fans, passiert ist nichts. Aber es war natürlich das Schlagwort schlechthin in ganz Österreich. Ich habe einmal gespielt. Bei einem Open Air da oben. Nicht? Und ich meine, das vergesse ich nie, was da sich abgespielt hat rundherum. Und dann haben wir halt gespielt und ich habe halt feststellen müssen, dass es also wirklich kaum wem interessiert, dass wir das von uns gegeben haben. Und wir haben das aber trotzdem, glaube ich, wie Männer zur Kenntnis genommen und waren schon froh, wie es vorbei war. Es hat geheißen, am Vortag müssen wir hinfahren. Da haben wir gedacht, wir haben am Vortag ein Interview und so. Und dann haben wir aber begriffen, weil wenn wir am gleichen Tag hingefahren waren, wir waren nicht mehr bis zur Bühne hingekommen.
So geht's, dass die Rust die abbeschen allweit im Wienischen Hofe kriegen und in sein Herr voran. Amen. Der kennt sie gut aus, der redt von der Hill wie vom eigenen Haus. In Finkenberg war das. Da haben sie ein Open Air gehabt. Hab dort damals mein Hit vorgetragen, Gloria, war 1997. Und dann ist es passiert. Auf einmal springen die Leute an, fangen an zu schreien. Und mir dachte, Wahnsinn, bin das jetzt ich? Nein, war nicht ich, sondern hinter mir, beim Zolteingang, sind die Schürzenjäger reingekommen. Und da ist losgegangen. Ich hab mir, als wenn da, was weiß ich, wer daherkommt. Ich war plötzlich Nebensache. Sogar der Moderator ist auf einmal weg gewesen. Ich bin allein da gestanden und dachte, okay, das war's. Jetzt bin ich uninteressant. Schürzenjäger sind da. Ich glaube, dass da mehr, dass nicht nur darauf ankommt, was wir ihnen geben. Wir machen unsere Musik, die sie gerne mögen. Sonst waren sie nicht da. Aber zusätzlich ist das drumherum, die schöne Bergwelt. Und vor allen Dingen, glaube ich, das einfach einmal im Jahr Kind sein dürfen. Indianer spielen, ein Zelt aufbauen, keiner regt sie auf. Also eine Art, ja, Natur pur genießen, ohne Einschränkungen. Das ist etwas, was die Leute, besonders die Städte, so ja überhaupt nicht mehr kennen. Lang im Stall stehen, jeden auf der Lage lassen. Hey Mann! Hey! Ihr kennt sicher alle dieses alte Sprichwort, Totgesagte leben länger. Und ihr wisst alle, was ich damit meine. Nicht? Man hat ja sehr oft versucht, von vielen Seiten die Schürzenjäger ein bisschen niederzumachen. Die gibt's ja eh nicht mehr lang und so weiter. Heute spricht optisch und akustisch das Gegenteil, nicht? Da werden sich doch einige in den Arsch beißen, schätze ich mal. Ich kann euch nur eines aber versichern, liebe Freunde, denn auch wir haben euch gegenüber eine Verpflichtung, denn ihr seid unsere große Stütze, ihr seid unsere Wand, über die keiner hinwegkommt, gell? Und die Party ist noch lang nicht aus. Mit den Nullerjahren war ein neues Jahrtausend angebrochen und damit eine neue Zeit. Der Spirit der 60er Jahre wurde immer mehr zum Auslaufmodell. Globalisierung, der Durchmarsch des ungebremsten Kapitalismus und vieles mehr veränderte die gesellschaftspolitischen Strömungen und damit auch Menschen. Die Roaring Sixties lagen bald zwei Generationen zurück und als kritischer Geist, sozialisiert durch 1968, durfte man durchaus zur Erkenntnis gelangen, dass die Revolution schon langsam, aber sicher dabei ist, ihre Kinder aufzufressen. Downloads und MP3 veränderten das Musikgeschäft in einer Rasanz, die ihresgleichen suchte. Was früher im Plattenladen stehen musste, um gekauft werden zu können, flog ab nun durch die Luft und direkt aufs Handy. Der große Plattenladen Internet, wo mehr als 40 Millionen Songs darauf warten, runtergeladen oder neuerdings gestreamt zu werden, stellte das gesamte Musikgeschäft auf den Kopf. Der Denker, der kritische Kopf Peter Steinlechner, entdeckte zunehmend Abwehrreaktionen gegen diese neue Zeit in sich.
Das Hamsterrad, in dem er gefühlt steckte, kostete extreme Kraft. Kraft, die er immer weniger zu geben bereit war. Weil das dann, also die Beginnzeit der Scharlatane wurde. Die technische Entwicklung ist immer weitergegangen. Wir haben statt dann 6 Leute, 10 Leute auf der Bühne gehabt, weil ich war ja so ein Fan von Platz Wedding Tears und Chicago, mit Bläsersatz dann dazu und so. Und dann habe ich immer gedacht, wir haben 10 Leute auf der Bühne und jeder Ton kommt wirklich von der Bühne, ist gespielt. Und dann kommen 2 oder 3 so Hansel, die füllen die gleiche Halle wie mir. Und da läuft im Hintergrund das Playback und kein Mensch sagt was. Und wir müssen aber den meisten Teil des Geldes ausgeben, um diesen großen Stab zu finanzieren. Und die lachen uns ja aus. Und dann kommt irgendein Heini, hat nichts mit, die schalten das Playback ein. Und da haben meine Leute gesagt, man, die haben einen super Sound gehabt, aber ich hab's, bei ihnen hat es ein bisschen scheiße geklungen. Und so, das hat mich furchtbar geärgert. Sag ich, entweder alle gleich oder alle live. Dann ist es fair. Und das waren halt so Punkte nicht im Nachhinein. Und was mich ganz besonders klein, ganz eine tolle Kulisse, ich darf eine Kuh ansehen. Total schön. Und bin richtig gerührt. In Deutschland war das ja ganz, ganz, ganz in bei den sogenannten Dekorateure oder so, weil jetzt kommen die Zillertaler Schürzenjäger, haben wir damals schon längst nicht mehr geheißen, sondern nur Schürzenjäger. Und da war immer noch das im Kopf, da müssen jetzt Hennen umeinander sausen und eine Kuh da sein und einer einen Bierkrug heben. Und das hat mir zur Weißglut gebracht. Das hat mich, sag ich, habt ihr jetzt geschaut, was für einen Titel wir singen? Was hat das mit dem ganzen zu tun, oder mit der Deko? Haut es mit dem Klumpen an, weil das passt nicht dazu. Ja, wir haben uns so viel Mühe gemacht, ich sage, das ist mir wurscht. Das passt nicht. 2007 zog Peter die Reißleine. Die letzte Tour lief unter dem Namen Danke. Und nach deren Ende entschied Peter für sich, seinem früheren Leben den Rücken zu kehren. Liebe Freunde, mit dem wohl größten Hit der Schürzenjäger möchten wir uns von euch verabschieden. Welche Freude es war, mit euch hier unser letztes Hallenkonzert zu geben. Ich bedanke mich nochmals für den enormen, zahlreichen Besuch. Eine Bezeugung, dass die Musik der Schürzenjäger über 35 Jahre gefruchtet hat, so viele Freunde gefunden hat. Und das wird auch weiterhin, auch wenn wir nicht mehr live auftreten, so bleiben. Okay? Ihr habt uns über so viele Jahre treu zur Seite gestanden und dafür von uns allen ein riesiges Dankeschön. Dieses Suchen nach dem Sinn des Lebens, wenn man so will, klingt kitschig, aber es ist halt so, zeigt einen, also mir hat es dann schon gezeigt, dass es auch noch was anderes gibt. Also dass es nicht nur, und dass es auch wiederum eine Anstrengung ist oder eine Leistung, abzuschalten, zu sagen, das war's.
halt's jetzt nimmer länger aus. Die Entscheidung fällt nicht schwer. Der Bauch hat Sehnsucht nach dem Fluss. Der Fluss hat Sehnsucht nach dem Meer. Mein Leben ist mein Leben. Mein Leben gehört mir. Das ist ein Schlüsselsatz, ja, kann man gelten lassen. Das habe ich auch zu meinen Leuten immer gesagt, dann zu den Fans. Auf die Frage hin, wie lange willst du noch, wie lange, sage ich, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls, ab dem Moment, wo dieser Spaß in mir weg ist, höre ich auf. Das ist ein Prozess. Man braucht nicht glauben, dass man plötzlich das alles abschalten und dann, wie es da ist, in der, ich will nicht sagen Isolation, aber Einsamkeit muss man lernen. Einsamkeit muss man ertragen können. Das sind auch Prozesse, die ich einfach erfahren wollte. Wie ist das? Ich hab so Sehnsucht nach mir selbst. Ich will mein Leben nicht vertun. Ich weiß nicht viel. Doch eins ist gewiss, kein Mensch wird ohne Sinn geboren. Mir ist es leicht gefallen. Es war auch kaum Wehmut. Es war kaum Wehmut, weil ich hab einfach keine Freude mehr gehabt, wie ich es schon erklärt habe. Aber nicht jetzt nur, nicht, dass ich auf die Bühne gehe. Ich habe von dem ganzen Apparat, wenn man so will, von den ganzen Parasiten und Ausnutzer und Anhängseln einfach die Schnauze voll gehabt. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem. Wir sind, wie wir Amerika gespielt haben, mit über Kanada drüber geflogen. Und das hat er ausgesagt wie Silberfäden, die ganzen Seen. Das hat uns inspiriert und haben wir dann ein Lied gemacht. Und irgendwie, der Manager kam dann daher, kennt jemanden, der würde Gründe verkaufen in Kanada. Muss sich ja gar nicht vorstellen können. Und irgendwie kam es dann dazu und hat uns dann seine kleine Landkarte hergelegt und hat gesagt, okay, dann kauft man was. Und ich habe dann halt einen bestimmten Punkt drauf gefahren mit dem Finger. Und ja, in einem Jahr bin ich einmal schauen, wo das überhaupt ist. Und da in die Wildnis herein, da ist war wirklich alles noch Wildnis. Da habe ich dann entschlossen, eben da ein Haus zu bauen. Da draußen zu sitzen, auf den See zu schauen und Musik zu machen. Ja. Also das macht schon etwas mit einem. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Er genießt das Leben, was er jetzt führt, ein völlig anderes Leben. Wenn man ihn eigentlich näher, wenn man ihn näher kennt, wundert man sich, dass er auch tatsächlich so leben kann. Weil es gab nichts Schöneres für ihn früher, als einfach in irgendwelchen Kneipen zu hocken und
sich mit Leuten über Gott und die Welt zu unterhalten. Also ein komplett anderes Leben, völlig fernab von der Welt. Trägt mich jetzt jedes Bild, das ich vor meinen Augen sehe. So viele tun mir unendlich gut und manche wie sehr weh. Das war ihm dann aus. Ja. Und da weiß ich noch, am nächsten Tag sind wir sehen und ich da gesessen und haben gesagt, so, wir machen weiter. Zurück blieb eine Band, die weitermachen wollte. Ein Leben ohne Bühne, das konnten sich Alfred und Alf nicht vorstellen. Die Bühne war doch ihr Leben. Und auf die Neuen. Auch auf die Neuen, jawohl. 2011 wurde der Name reaktiviert. Die Band kam zurück, nicht als neue Schürzenjäger, sondern als Schürzenjäger. Also eine Band, die in ihrer gesamten Geschichte immer wieder Wandlungen durchgemacht hatte. Als Trio ins Leben gerufen und im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zum internationalen Act gewachsen war. Nahezu alle großen Bands der Rock- und Pop-Geschichte haben ihre Veränderungen durchgemacht. Das ist normal. Vielmehr wäre es unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Eine Band ist eine Band. Musiker, die zusammengewachsen sind, eine Einheit ergeben, die eine Schatztruhe voller Hits aus der langjährigen Bandgeschichte im Gepäck hat und mit neuen Songs sich in ihre Zukunft spielt. Ich brauch keinen, der mir sagt, wo's lang geht. Niemand, der heute weiß, was morgen noch ansteht. Brauch keinen, der mir sagt, hey, lass es lieber sein. Ja, hallo, ich bin der Stevie und bin der Sänger der Schürzenjäger. Ich bin der Christoph und spiele die Keyboards bei den Schürzenjägern. Ich bin der Andi, Bassist der Schürzenjäger, und ich spiele auch Gitarren, singe, wenn es rockig wird. Ich singe mein Part. Hallo, ich bin der Dennis und ich spiele Gitarre bei den Schürzenjägern. Natürlich sind wir eine Band. Definitiv. Aber ich glaube, das dauert halt auch ein bisschen der Zeit, bis man sich selbst findet. Ja. Und dass jeder weiß, wo will man denn hin. Der Motor ist wieder gestartet und wir geben jetzt immer mehr Gas und wissen, was wir wollen. Und die Fans spüren das. Und ich musste aber auch alles arbeiten. Von nichts. Von selber geht überhaupt nichts. Was du zu glauben hast. Und wenn du irgendwann auch aus der Kurve fliegst. Der Geist der 60s existiert heute nur mehr in den alten Geschichten. Viel neues, junges Publikum kommt zu den Konzerten. Publikum, welches die Band aus den 90er Jahren nur vom Rücksitz der Autos ihrer Eltern kannten, die Schürzenjäger hören mussten, dann, wenn Mama und Papa laut auftreten. Es gibt viele alte Fans, die da sind, auch eben sehr viele neue. Und das hängt eben auch damit zusammen, weil die Band mit ihr, so wie sie heute dasteht, eben auch die noch andere Leute anspricht. Ne? Nehmen wir mal zum Beispiel den Stevie. Ja? Stevie vorne als Frontmann, extrem charismatisch von der Ausstrahlung her. Ja? Und seine ganze Attitüde, sein Äußeres ist eben im Hier und Jetzt und neu und Rock'n'Roll. Und so spricht er dann auch die Leute an. Es hat ja jeder das Recht, auch sich weiterzuentwickeln. Und die Erde selbst und ihre ganzen Lebewesen entwickeln sich auch ständig weiter. Und natürlich, Bands machen das auch. Man kann internationale, große, weltberühmte Bands sehen, die sich immer weiterentwickeln. Wenn man immer dasselbe bringt, wird der Kunde das auch nicht gutieren. Die werden da nicht lange am Markt bleiben. Aber solche, die bereit sind, die Herausforderung anzunehmen, weiterzumachen und auch neue Sachen auszuprobieren, die werden am Ende dann überleben. Das bekomme ich auch von der Band so zurückgespielt und gemeldet und empfinde das auch so, dass die Band genau weiß, dieser
dieses große Werk, dieser große Schatz, den die Schürzenjäger hier geschaffen haben, ja, den müssen wir bewahren, pflegen, aber gleichzeitig auch erkennen, dass wir andere Typen sind zum Teil. Und das muss sich auch widerspiegeln. Ich habe eine Riesenfreude, Riesenrespekt vor Stevie. Der macht seinen Weg total gut. Ich habe nie probiert, den Peter zu imitieren oder wollte nie so sein. Und ich kann auch nicht so sein wie der Peter. Der Peter war der Peter und ich bin der Stevie. Und ich versuche halt so zu sein, wie ich bin. Spirit vom Easy Rider weht nun durch Finkenberg. Wenn über 300 Biker sich zum Corso aufmachen, die Kolonne sich von Meierhof den Berg hinaufschlängelt, dann ist Schürzenjäger Gehen on the road. Dieses Anderssein als die anderen. Harleys Rock'n'Roll mit Stevie, ein Frontman, der gar nicht daran denkt, in Peters Fußstapfen zu treten, sondern seine eigenen hinterlässt, der eher wie der junge Gene Vincent aussieht und sich schon optisch von seinem legendären Vorgänger an der Bühnenkante unterscheidet. Ja, natürlich hat die Zukunft. Die entwickeln sich ja weiter. Positiv weiter. Also ich finde das immer genial. Die Schürzenjäger sind ja dafür bekannt, dass sie sich jetzt nicht irgendwo kategorisieren lassen und auch nicht lassen wollen. Die Band ist einfach, die hat sie jetzt wirklich gefunden. Genau so, wie die Konstellation jetzt ist, muss man einfach sagen, das gruft, das schiebt, das macht Spaß. Alfred, der mit seinen 67 Jahren mit ungebrochener Freude und Dynamik die Zircher quetscht. Kann man sich diesen Mann überhaupt ohne Musik, ohne seine Band vorstellen? Der Junior, der Bandleader, der die Band ohne große Worte konsequent in die Zukunft führt. Der genau weiß, dass die Zeiten, wo sie mit drei Trucks unterwegs waren, heute sowieso nicht mehr möglich wären. Der genau weiß, dass die 90er Jahre nie wieder kommen werden und dass das nicht nur die Schürzenjäger, sondern alle Bands betrifft. Dazu ein Manager, der die notwendige Behutsamkeit an den Tag legt und genau weiß, dass heute andere Gesetze gelten, aber der Aufwärtstrend deutlich erkennbar ist. Also ich habe die große Freude, euch mitzuteilen, dass uns mit dem Album Herzblut was ganz Besonderes gelungen ist. Es geht um den Sonderpreis Innovation des Videomagazins und wir überreichen den für die Blu-ray Herzblut. Die hat uns erreicht letzten Jahres und hat uns tatsächlich begeistert und fasziniert. Das ist tatsächlich eine Sensation, weil da eine Dolby Atmos Spur drauf ist. Das heißt also dreidimensionaler Sound. Dankeschön, Matthias. Herzlichen Glückwunsch, Schürzenjäger. Kommt mal nach vorne mit dem Preis. Songs, Hits, die sich im Gedächtnis der Menschen eingebrannt haben. Solche Hits haben immer ihr Publikum. Und wer sollte diese Hits am ehesten durchs Land tragen, wenn nicht jene Band, deren Wurzeln genau darin zu finden sind? Denn, wie gesagt, eine Band ist eine Band ist eine Band. Hey Mann, hey Frau. Das ist wieder der Vorteil, den eine Band hat. Eine Band kann durch Live-Spielen, ist eine Band wieder unabhängiger. Die Legende lebt und das heißt, es ist wieder Schürzenjägerzeit.
bleib bin ich bei euch, möcht nie mehr gehen. Und vielleicht ist es für dich genauso schön. Ja, jetzt haben wir Zeit. Ja, heute ist der Tag, so wie ein Mann. So eine Stimmung macht uns froh, das ist keine Frage. Ja, macht's einfach mit, wieso auch nicht. Willst du mit uns happy sein, wir laden ein. Auf der Flucht.
der stirbt nie. Von hier oben. Jawohl, Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, es ist wieder Schürzenjägerzeit. Und das heißt, ja, im Klartext, so wie in die Rebellion in den Alpen. Aber dazu brauchen wir ganz genau Rhythmus. 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 So gewohnt, bei uns bist du daheim ganz klar. Du hast sie lang gesucht, die Antwort auf dein Leben weit weg fort, allein wir ein Sturm. Doch der ehrliche Weg ist oft unbequem, komm, sitz nieder, bei uns bist du daheim. Setz dich nieder, rutsch mal zusammen, ganz daheim und frei rum. Setz dich nieder, bist nimmer mehr. Komm, sitz her, mach kein Schirr, setz dich nieder, sei nichts wieder, rutsch mal zusammen. Setz dich nieder, setz dich nieder, setz dich nieder, sei nichts wieder, rutsch mal zusammen. Setz dich nieder, setz dich nieder, setz dich nieder, sei nichts wieder, rutsch mal zusammen. Wie ein Sommertag zur Sonne ganz klar. Und die Herzen gehen uns auf, komm, wir reden nicht davon, was war. Du warst so lang fort, du hast uns wirklich fehlt. Wir haben gewusst, dass das Heim ewig fehlt. Doch der kürzeste Weg führt um die ganze Welt. Das ist immer der Weg zu dir selbst. Setz dich nieder, rutsch mal zusammen, ganz daheim und fein an. Setz dich nieder, bist nimmer mehr allein. Setz dich nieder, rutsch mal zusammen, komm, sitz her, mach kein Schirr. Setz dich nieder, sei nichts wieder, rutsch mal zusammen. Setz dich nieder, setz dich nieder.
Nicht wörtlich nehmen, nein, wir bleiben alle schön brav stehen. Denn wir rocken dieses Ding gemeinsam, okay? Also, time for Rock'n'Roll! Ihr wisst doch ganz genau wie ich,
da gibt's noch mehr. Niemand, der dir zeigt, wie's Leben so geht. Was keinen, der dir sagt, was du zu glauben hast. Und wenn du irgendwann